Moin und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute mit wieder einer äußerst wichtigen Mission. Wir werden heute Happy Slice abchecken. Nicht nur neue Preise, nicht nur neue Sorten, sondern auch für mich besonders interessant, eine neue Rezeptur. Haben eine neue Rezeptur am Start. Das Ganze soll jetzt dementsprechend geiler schmecken. Soll uns jetzt abholen. Wir gehen direkt rein in die App, gucken, was für Sorten das sind. Gucken danach, was für Geschmack am Start ist. Gucken auch, was für Preise. Habe ich ja auch noch nicht auf dem Schirm. Ihr sagt mir, ob die Preise geil sind. Ich sag euch, ob der Geschmack geil ist. Und ich sag euch, ob die neuen Sorten geil sind. So machen wir das. Okay, bis gleich. Wer hätte es anders gedacht? Wir bestellen natürlich bei Uber Eats. Denkt dran, für alle, die gerne Essen bestellen, Uber Eats App Pflicht. 2x10 € auf meinen Nacken, auf die ersten beiden Bestellungen ab 20 € Mindestbestellwert für Neukunden. Einfach mitnehmen, wenn ihr Essen bestellt, macht es nächstes Mal über die Uber Eats App und fertig. Und jetzt gucken wir mal rein hier, was das hier so Schönes gibt beim Happy Slice. Wer sagte das nochmal, Max? Ich muss jedes Mal dran denken. Kuss geht raus an Max. Happy Slice, Happy Life, sagt er. Das werden wir gleich sehen. Salami auch halal. Für die Halal-Community. Ich sage ehrlich, die neuen Sorten, keine Ahnung, was jetzt neu ist, juckt mich nicht großartig. Ich werde gucken, dass ich das bestelle, wenn es jetzt am Start ist. Aber die Rezeptur, was hat sich verändert? Was schmeckt jetzt anders? Was haben die besser gemacht? Das ist das, wo ich heiß drauf bin. Großer Kritikpunkt damals, einfach der Käse. Die Pizzen gehen natürlich unterschiedlich raus. Manchmal hat man da von außen gar keinen Eingriff. Aber die Pizzen gehen unterschiedlich raus. Bei mir war zum Beispiel richtig viel Käse. Ich habe eine Pizza bei Max gesehen, da war kaum Käse drauf. Und der Käse war recht geschmacksneutral. Vielleicht haben sie das auch angepasst. Nicht, dass ich jetzt bestelle, wisst ihr, und die neue Rezeptur und so ist noch gar nicht am Start. Ich würde da so gerne anrufen, ey. Wo sind die guten alten Zeiten, wo ich da anrufen kann, Kollege, was ist hier neu bei euch? Die ist doch neu. Mr. Halal, handgezogene Pizza aus italienischem Sauerteig, Thymian, Oregano, Tomatensauce. Ich krieg da gleich mal rauf. Garlic Salami ist doch auch neu. Lass mich da einmal anrufen. Ich will das gerne wissen, was jetzt neu ist. Und auf YouTube kann man das, glaube ich, gucken. So, Titel. Titel, pass auf. Die 2000er Jahre Keynote. Stellen wir drei revolutionäre Produkte vor. Drei Produkte, wenn zum Glück gucken wir das, Mann. Drei Produkte, die alles verändern wird. Das erste Produkt ist eine Pizza aus handgezogenem Teig aus Neapel. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt einblenden soll oder später erst, weil ich würde es sehr gerne eigentlich jetzt einblenden, wenn die neuen Sorten krachen, dann kommt das nicht so anti vor. Aber die alten Dinger waren nicht so geil, ne? Muss man einfach mal so ausdrücken. Die waren nicht so top, man muss es einfach den Hund beim Namen nennen, die müssen handeln. Die müssen was Neues, Geiles jetzt rausbringen. Auf dem Pizzamarkt, so unter den anderen ganzen Top-Anbietern, konnte das Produkt nicht bestehen. Meine Meinung. Und jetzt müssen wir was Neues bringen. Und das muss jetzt scheppern. Handgezogene Pizza aus Neapel. Garlic Chicken. Jalapeno Chicken Cheese. Und auch das dritte Produkt. Barbecue Salami Prosciutto. Mann, hätte ich das mal vorher gemacht. Ich sehe das jetzt schon kommen. Die gibt es noch gar nicht. Und ich muss nach Hause fahren und einen anderen Tag aufnehmen. Jetzt gucken wir rein in die App. Ah, yes. Ja, und das Barbecue Salami Prosciutto habe ich. Jalapeno Chicken Cheese. Barbecue Salami Prosciutto. Rein damit. Garlic Chicken Cheese haben sie nicht am Start. So eine Pisse, ey. So eine Pisse. Es gibt diese Garlic Chicken nicht, aber ich meine, die sind alle neu. Hier sind 5 neue Pizzen. Das sind alle diese handgezogene Pizza-Dinger. Garlic Salami, Hollandaise Prosciutto, Trüffelfungi, Barbecue Salami und Jalapeno Chicken. Ich teste jetzt alle neuen Sorten einfach. Alle verfügbaren neuen Sorten jetzt, die man bestellen kann. In den Warenkorb, bam. In den Warenkorb, bam. 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 Garlic Dip. Ja, ab dafür jetzt. Wir nehmen Priorität. Kostet 1,99 € und du kriegst schneller das Essen. 20 bis 35 Minuten, sehr schön. Bin ich sehr gespannt. Ich bin als Erster in der Reihe. Der gute Mohammed ist auf dem Weg zu mir. So, viel Spaß bei Runde 1. Wir gehen direkt rein. Keine Plan, welche Sorte das ist. Ich gehe einfach auf Zufall jetzt. Handgezogene Pizza aus italienischem Sauerteig. Das hört sich so geil an. Fangen wir mit den positiven Sachen an. Du merkst dieses Knoblauchöl da drauf. Ich habe oft Knoblauchöl selber gemacht. Geiles Feeling, das auf der Pizza drauf. Auch wenn man selber Pizza macht, hinterher noch Knoblauchöl drauf. Super Feeling. Salami, vernünftige Wahl, wie ich finde. Der Belag geht nach vorne. Auch die roten eingelegten Zwiebeln. Ich weiß nicht, ob die jetzt die Süße mitbringen oder generell die Pizza an sich, aber schöne Süße.
Knoblauch unter dem Käse, ich weiß es nicht. Geil, süße, bissig, leichte Säure. Gehen wir mal weiter. Pass mal auf, Leute. Negativaspekt gehen wir noch nicht drauf ein. Denn ich denke, das wird bei jeder Pizza sein. Ich weiß noch nicht. Ein komplett Negativaspekt, wenn wir am Ende mal beleuchten. Wir gehen ein bisschen anders vor heute. Direkt in die nächste Pizza. Belag gefällt mir gut. Auch der Käse fällt mir nicht so schlecht auf wie letztes Mal. Runde 2. Jalapeno Chicken Cheese. Von der Kombi bzw. von der Optik. Von der Idee sieht es sehr geil aus. Das Chicken so richtig mariniert. Schön angeröstet. Könnte was werden. Also irgendwie gefällt mir das Licht überhaupt nicht, Leute. Deutlich besser, ey. Scheiß drauf. Machen wir so weiter hier. Schön bissige Jalapeno. Ich hab's direkt gemerkt. Tomatig. Jalapeno schießen rein. Sehr weiches Chicken. Sehr, sehr weich. Ich gehe jetzt erstmal nur auf den Belag ein und zum Schluss auf den Teig, weil der Teig überall gleich ist. Gibt es nicht mehr viel zu sagen zu der Pizza? Wenn was Negatives bei dem Belag auffallen würde, würde ich das auch sagen. Nicht falsch verstehen, ne? Also erstmal nur Belag, zum Schluss Teig. So, Runde 3, das ist Hollandaise Prosciutto. Milder Belag, erinnert so an eine Bechamel-Soße auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr Bechamel-Kartoffeln kennt. Ganz mild. Eine Sache nur zum Teig kommen wir später. Grüner Spargel, bekannter Matchingpunkt mit der Hollandaise-Soße. Muss schmecken. Negativpunkt zum Belag, beziehungsweise nicht zum Belag. Verhältnis zum Teig ist bei dieser Pizza, liegt aber natürlich an den Belegern, kann in einem anderen Fall auch ganz anders sein, aber Belag zu wenig im Verhältnis zum Teig. Runde 4. Barbecue Salami Prosciutto ist das. Interessanterweise sehr, sehr cremig. Was ist das? Knoblauch schießt hinterher. Interessantes Feeling, weil du hast dieses Barbecue-Feeling. Typische Barbecue-Soße. Gibt die eine oder andere. Zum Schluss kommt es bei den meisten beim gleichen heraus und ein paar stechen raus. Das ist eine vernünftige. Und dann geiler Effekt. Du hast so eine Creme darunter. Auf einmal, du hast dieses Barbecue-Feeling, rechnest aber gar nicht damit. Denn es ist auf einmal todescremig. Das ist die geile Creme. Der Belag, Leute. Erst nur auf den Belag. Die haben sich da was Gutes einfallen lassen. Leicht tomatig auch die Soße. Große Aber, das kommt gleich. Auch auf die neue Rezeptur werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Natürlich. Das machen wir direkt gleich bei der nächsten Pizza. Richtig giftig der Knoblauch. Direkt zur nächsten. Man sieht man auch wieder, bei der Belegung hätte man mehr Liebe reingeben müssen. Da, Champignons. Das ist ja nur auf einer Seite Champignons. Garlic-Soße werden wir jetzt auch noch mal benutzen. Einmal rein dippern. 25 Euro und dafür umsonst einkaufen? Nutzt das riesige TK-Sortiment bei Eismann und lass dein Essen bequem nach Hause liefern. Mit meinem Link in der Videobeschreibung und dem Code Holle. Kleiner Tipp, Eismann hat auch Kaffee. Schönes Champignon-Feeling. Schönes Feeling. Geile Vermischung mit dem Käse. Aber Leute, aber. Sag's bewusst als jetzt, weil ich will nicht hier 5 Pizzen essen und jedes Mal die Negativ-Tirade machen. Der Teig ist todespappig. Bei der jetzt ein bisschen mehr, weil die länger steht. Bei den ersten aber auch schon. Da hattest du aber noch eine feine, knusprige Kruste unten. Verstehe ich, dass es jetzt weniger geworden ist. Schöne Süße der Teig. Das war aber auch das Einzige, was du Positives wirklich zum Teig sagen kannst. Geile Trüffelcreme. Der Teig ist einfach todespappig, Leute. Das ist generell wie so ein Brötchen oder ein Teigprodukt, was du ein bisschen zu lang liegen lassen hast.
Neue Rezeptur, meine Diagnose. Die Belege kommen mir völlig ausgetauscht vor. Klar waren andere Pizzen, aber dieser Negativkäse und so, alles nicht mehr aufgefallen, was ich bei der ersten Pizza-Session so kritisiert habe. Geile Belege, also diese Belege auf dem anderen Teig, wirklich was anderes, wirklich, würde ich wirklich feiern. Aber was soll ich zu dem Teig sagen, Leute? Knoblauchcreme, auch nicht verkehrt. Also ich hätte mir vor allem eine Rezepturänderung im Teig gewünscht. Mit dem Käse gewinnst du auch keinen Preis, aber der Belag sonst an und für sich. Da noch ein bisschen anderer Käse, aber selbst mit dem Käse. Der Belag ist fresh. Die haben sich was einfallen lassen. Ja, ich sag immer noch, Leute, probiert es unbedingt mal selber. Macht euch euer Urteil. Auch schon von der Farbe halt und so, ne? Irgendwie nicht so ansprechend. Ich glaube, mir hat der Teig sogar letztes Mal besser gefallen. Ganz ehrlich, mir hat der Teig, glaube ich, sogar letztes Mal besser gefallen. Wird die Backdauer vielleicht gewesen bei dem Lieferanten. Was auch immer es ist. Belag fresh. Ich kann es nur mal wieder sagen, Belag fresh. Aber ihr probiert sie auch alle, ne? Und jetzt hier irgendeinen Schmarrn zu erzählen. Selbst wenn ihr sie nicht probieren würdet, würde ich es nicht machen. Aber dann würde ich sagen, ich denke, viele haben sie probiert. Viele kennen das Produkt. Aber da kannst du nicht mehr als so um die 5 Punkte geben. Es geht halt nicht, weil einfach der Teig nicht lang. So gerne ich es würde und es mir leid tut, das sagen zu müssen, aber mehr kannst deine 5,5 noch geben, wenn es hochkommt. Aber was anderes ist nicht drin. Dafür langt der Teig nicht für eine Lieferpizza. Da gibt es zu viele geile Produkte auch zum Liefern. Geisteskranke Produkte, wo das einfach halt mal Durchschnitt ist. Es ist immer noch absolut lecker und deshalb brauchst du nicht schlechter geben. Es ist wirklich lecker. Auch an die Jungs von Happy Slice, also wirklich, das kann man dem Produkt nicht abtreten. Aber wenn man es mit der Konkurrenz vergleicht, Lieferservice, ist das eine faire Bewertung. Kuss geht raus an alle. Lasst mir gerne den Daumen oben scheppern, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ihr habt die Pizza auch probiert, was ihr dazu sagt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt viele reinkallen, ich fand die heftig, die Pizza. So, würde mich sehr freuen. Dann sage ich, genießt euren Tag und bis zum nächsten Mal.